Lol? Nein. So. Super. Nein, die Höhle geht. Ich erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Pfui. Nein, ich würde sagen, haben wir irgendwie Luftvorrat oder sowas? Egal. Jolo. Tschüss nicht. Letztes. Ich hab's nie nachgedacht. Na, tauchen wir unten, probieren wir. Ich bin gerade schon am Tauchen. Na so. Na Gott, also ich werde schon längst tot. Sieht ja auch geil aus, der kranke Doktor. Oh, weiß man das mal. Er wollte mich jetzt verarschen, wo ich sitze. Na so. Todessprung. Wohin denn? Ich sitze hier runter. Ach da ja. Toh. Mein lieber Herr. Klettern. Ah ja, eine schöne glitschige Wurzel. An dem Wurzel. Klettern. Den Jump dran oder was? An das Wurzel. Jetzt Hallo? Was? Soll ich da jetzt nicht? Achso. Tatsache. Hä? Alter, ich bin gerade übelst verwirrt. Vielleicht merkt man das. Leute. Kann ich hier weiter? Nö. Ach hier. So. Ah, okay. Okay. I got it. You got it. Ach hier, schade. Was? Ja, chill, chill, chill. Oh. Nein. Bei dem läuft. Müssen wir jetzt dahin? Ja. Das ist mein Neun. Alter. Nick. Bei dem läuft. Alter. Jetzt alles wieder weg, oder wie? Na komm. Ich persönlich mag ja die Roten. Bist du jetzt hoch? Du bist wach. Lol. Vielleicht. Ganz. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir... Blöd. Ich hab Fly. Du hast Fly. Fly. Ja. Jo, jetzt geht ihr mal hier live und sofort mein Fly. Der Dschungel ist nur durch den Krieger. Also. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Was geht denn jetzt? Mit dem Rest von unserem Urlaub. Also. Na komm. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Ja. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen. Und ja, ich kann ich nicht wissen, wie schlimm du bist. Irgendwie. Genau. Muss ich euch scheiße trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Nein, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Ich möchte ja gerade nicht die Stimmung versauen, aber das Licht kommt einfach aus dem Nichts, aus dem Berg da raus. Das ist alles gewollt, weißt du. Na lol. Haus, bleib hier! Nein, Haus! Okay, nein. Hä, muss ich das irgendwie schneller machen oder was? Muss ich da rein? Ach Leute, ich sehe nicht. Hallo? Kugel. Was machst du denn? Das ist wie Kugel. Ist ein echter Sandmutterle. Wollt ihr mich verarschen ein bisschen hin? Hitze. Ah, Leute.
Hä, Leute, was war denn das denn? Cola ist verwirrt. Und jetzt eh. Ja, mach den kleinen Snap. Höhlenpilze. Na toll. Er nimmt sie einfach ein. Okay. Jo, hier. Wow, wie lange war ich da unten? Warte, Moment mal, wir gehen unterm Wasser rein, obwohl wir hochklettern können. Also ich würde es durchaus auf mich nehmen, diese 2 Meter hier hoch zu laufen. Statt dazwischen zu tauchen. Bernstein, gelbes Blatt. Ich würde sagen, oh, was muss ich jetzt wieder hier hochlaufen? Ich glaube aber andersrum. Ah, ja doch nicht. Lauf einfach im Kreis. Okay. Ach, hier ist ja auch zu Ende. Ach nee, es ist Jump'n'Run. Oh, der ganze Weg nach oben. Oh. Ah, die Grafik, also ich hab's jetzt zwar nicht auf hoch. Wer sie? Ja. Na, Bube. Klettern. So. Also ich finde auch, dass das ist alles so ziemlich real gestaltet. Ja gut, die Wurzeln sind hier, die kleben auf dem Stein, aber. Egal. Ich find's einiges besser als Just Cause 2. Aber dafür ist Just Cause 2. Alles, ich finde im Multiplayer ist das ja auch eher ein Shooter. Und Just Cause 2 eher bisschen sowas wie Minecraft, wo jeder sowas macht wie was er will. Ja, genau. Okay, jetzt sind wir wieder oben. Erreiche die Spitze der Klippen und Doktor und zu Doktor. Nicht so schnell, kehre zu Doktor und so. Ich habe einen Pilz. Na? Du hast einen. Ich forsche. Oh Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt, sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Warum umsonst da? Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh, oh ja. Die habe ich schon genommen. Oh. Ja. Ich habe die Pilze. Das ist einer. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nachher. Schon wieder Hitlergruß. Oh nee. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz jetzt hoch zu. Wie ist die? Daisy. Alter, ich renne nur hier, treiben um den Tisch. Jetzt bewegt sich alles so schnell. Dam. Ist ja so ein Monster. Hallo Daisy. Jason. Wie geht es dir? Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Na? Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Ja. Geh. Okay. Also Daisy geht anscheinend wieder gut. Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber
aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Agnes? Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Da hinten, da blinkt's dir da. Rechts oben, links oben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ist er dead? Ich komm klar. Auf Dernie. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Oh, jetzt bleibt aber bitte oben. Christian, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Patau wird dich weiterbringen. Okay, Leute, also wir... Genau, unsere nächste Mission ist jetzt der Ruf der Medusa. Anscheinend so ein Schiffchen da irgendwo. Wahrscheinlich da hinten. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal kurz einen Cut für diese Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns zu dem Schiff da begeben. Bis demnächst. Ciao, ciao.